Ja, herzlich willkommen zum HiFi-Forum Videopodcast. Heute geht es um Heimkino, um hochkarätiges Heimkino, konkret um Elektronik zum Thema Heimkino. Wir haben heute die Firma Trinnoff zur Gast, explizit Herrn Veit Wegmann vom deutschen Trinnoff Vertrieb. MediaLantic aus Berlin, herzlichen Dank, willkommen. Veit, danke für die Einladung. Gerne. Ja, erzähl was zum Thema Trinnoff. Trinnoff ist ja eine französische Firma und ihr kommt eigentlich ja gar nicht aus dem Thema Hi-Fi-Stereoanlage zunächst mal. Ja, zunächst war Trinnoff, waren die Jungs von der IRCAM-Universität in Paris, irgendwie 1990, glaube ich, ungefähr, haben die Abschlüsse gemacht und haben sich dort in einem Hi-Fi-Club kennengelernt. Also von daher ist es schon Hi-Fi. Und haben irgendwie sich überlegt, wie kann ich denn eigentlich Lautsprecher Klangwiedergabe optimieren. Das heißt, sie haben im Klangfeld geforscht und haben einige wichtige Ergebnisse erzielt bei der Raumfeldforschung. Das heißt, die haben wirklich herausgefunden, wie kann ich Klangfeld, was irgendwie verzerrt ist durch Lautsprecher, durch Raum, durch andere elektronischen Komponenten im System, wie kann ich das wiederherstellen? Und dazu zählt eben mal im ersten Schritt, wie messe ich das überhaupt? Und dazu haben unsere Trinnoff-Jungs hier erst einmal ein 3D-Messmikrofon entwickelt, was natürlich heute ein Riesenvorteil ist, weil Trinnoff eigentlich von Anfang an immer im 3D-Soundfeld agiert hat. Also sie haben immer sich angeschaut, welche Lautsprecher aufstellen, wo sind Lautsprecher. Also wenn ich einen Lautsprecher verschiebe, dann hat es ja einen eminenten Einfluss auf das Gesamtklangfeld, haben auch immer mit Surround-Formaten auch schon gearbeitet und haben da Algorithmen entwickelt, die dann gut funktioniert haben, dass sie dann auch einen Forschungspreis gewonnen haben, einen französischen, und damit haben die, mit dem Budget haben die eigentlich ihre Firma gestartet. Okay. Und haben dann einige Patente angemeldet, und wo wir heute angekommen sind, ist eben Trinnoff. Die ersten Prozessoren oder eine der erfolgreichsten High-End AV-Receiver, die es im Moment auf dem Markt gibt für Multikanal-Audio, speziell jetzt aus der Historie des 3Ds, eben die ganzen 3D-Formate eben, ja, heute. Unterstützung, ja, von Atmos, Auro 3D, DTS:X. Ja. Hergekommen sind sie ursprünglich. Also sagen wir, die ersten Prozessoren, wo wir dann ins Spiel kamen, oder ich, meine Persönlichkeit, war in 2006, 2007, habe ich die ersten Prozessoren mal im Studio in die Hand gekriegt. Das heißt, das kam gar nicht mal im Private-Bereich, im Home-Bereich, sondern der erste Einsatz der Komponenten war in den Tonstudios. Richtig. Also wir haben erstmal, vor allem, ich hatte damals eben auch Tonstudios und habe dann mal so einen Trinnoff-Prozessor unter die Finger bekommen und habe damit die ersten Mischungen gemacht. Und für mich war das wie eine Erleuchtung, weil ich einfach festgestellt habe, ich kann mich absolut darauf verlassen, was meine Abhörer mir reproduziert. Also ich kann ganz genau das Zeitverhalten, die räumliche Tiefe, den Frequenzgang, ich kann alles ganz genau evaluieren, wie sagt man, das heißt, bewerten. Im Studio wurde quasi ein perfektes Klangbild generiert, damit die Aufnahmen wieder perfekt abgehört und abgemischt werden konnten. Das ist die Logik des Einsatzes der Akustikprozessoren. Also man kann sich es eigentlich so vorstellen, wenn ich ein Produkt erzeuge, dann muss ich ja eine Referenz haben. Und ich brauche eine Referenzabhörer. Wie ich als Grafiker ein Referenzdisplay-Monitor brauche und sagen kann, der muss farbtreu abbilden, sonst mache ich da irgendwas, was draußen dann gar nicht mehr so aussieht. So ist es beim Ton auch, ist noch etwas komplexer. Beim Ton muss ich natürlich auch eine Referenz haben, und wenn ich die ganze Zeit auf irgendwelchen problembehafteten Räumen, problembehafteten Lautsprechern mische oder versuche, Ton zu beurteilen, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich dann die Übersetzbarkeit zu anderen Räumen nicht mehr herstellen kann. Und das war halt unser erster Ansatz von Trinnoff, und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen was tun, und so bin ich eigentlich mit Trinnoff in Kontakt gekommen. Und dann haben wir die ersten Systeme im Rundfunk platziert, mit dem zweiten deutschen Fernsehen zum Beispiel. Die haben die ersten, ich glaube, der erste Prozessor in Deutschland hat der ZDF gekauft für einen Übertragungswagen. Die sahen natürlich noch nicht so hübsch aus wie die heute. Das waren noch relativ einfach gestrickte Computer mit Soundkarten. Wobei ich heute unterstreichen muss, wir sind davon inzwischen weit weg. Also es gibt ja immer mal wieder die Stimmen, die sagen, ja, so ein Trinnoff ist ja ein gepimpter PC.
Davon sind wir inzwischen weit weg. Wir haben sehr hochwertige Audiokomponenten, verheiratet allerdings natürlich mit einem Prozessor. Mit einem Prozessor. Generell, du hast vorhin gesagt, Studiobereich ist die Herkunft. Ich habe was gehört, ihr habt roundabout 300 Studios alleine in Deutschland ausgestattet mit euren Trinhof-Prozessoren. Das heißt, mehr oder weniger werden die meisten Aufnahmen in Deutschland über eure Prozessoren oder mit Anlagen, die mit euren Prozessoren optimiert sind, abgemischt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es sind eine große, also 300 kommt wahrscheinlich nicht ganz hin. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, es werden wahrscheinlich etwas weniger sein, wir haben inzwischen sehr, sehr viele Studios, die darüber abmischen, die namhafte Produzenten. Ich müsste mal eine Referenzliste drucken, wer da alles dabei ist, welche Produktion man im Rundfunk hört, die bereits über Trinhof gemischt oder auch produziert wurden. Spannend. Das ist auch ein spannendes Feld, macht auch viel Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Und vor einigen Jahren gab es dann sozusagen diesen Turnaround. Trinhof kam dann mit Produkten für den Private Market, also für den Home-Bereich. Ja, es kamen halt immer mehr Anfragen auch aus dem Hi-Fi-Bereich, wo die gesagt haben, ja, wenn ihr das für den Pro-Bereich macht, warum macht ihr das jetzt eigentlich nicht auch? Warum gibt es denn nichts für uns Hi-Fi-Anwender? Und wir haben dann eben, oder Trinhof hat den ersten Prozessor entwickelt, das war der ST2 Hi-Fi, also damals hieß er noch ST1. Das war eben ein kleiner Stereo-Prozessor, den wir im Hi-Fi-Markt auch platziert haben. Das hatte einen gewissen Erfolg, allerdings war die Audioqualität noch nicht so gut, weil wir auch von der Audio-Hardware noch mit PC-Soundkarten gearbeitet haben. Das war für den Hi-Fi-Bereich einfach nicht gut genug. Ja. Auch natürlich für den Studiobereich, aber dort sind die meistens, im Studio wurden die meistens digital komplett eingebunden in die Kette und im Home-Bereich ja doch mit den analogen Ausgängen. Und da war einfach diese Wandlerqualität nicht gut genug, nicht gut oder Jitterverhalten und so weiter. Das war aber ja ein reinrassiger Prozessor damals. Das heißt, den hat man im Prinzip zwischen Vor- und Endstufe dazwischen gepackt und hat dann praktisch die Raumentzerrung gemacht. Genau, das war der ST21 und dann auch der ST2 Hi-Fi, der zweite. Ist der Prozessor, der für Stereo-Anwendungen speziell konzipiert wurde. Der ST2 war eben auch schon mit eigenen Soundkarten, eine Neuentwicklung von einem Audio-Core-Board, wo praktisch die ganze Audioverwaltung drauf stattfindet, Audioverarbeitung und mit dem Prozessor, wo nur noch die Daten ausgetauscht werden, mit zwei separaten Netzteilen, also wirklich einen großen Ringkern drauf, um eine saubere Trennung zwischen Schaltnetzteil für den Rechner und Audioversorgung zu bekommen. Die nächste Entwicklung war dann der Amethyst. Ja. Das war dann eine zweikanalige Vorstufe. Ja, Zweikanal, also für Stereo, sagen wir es mal so. Die Stereoprozessoren von Trinhof haben immer vier Kanäle. Das heißt, man kann damit eben auch aktive Frequenzweichen generieren. Man kann damit auch B-Amping machen. Man kann auch Bassmanagement damit betreiben. Also man kann zwei Subwoofer mit abstimmen. Und das ist eigentlich das Schöne auch daran, dass man mit dem Trinhof beispielsweise endlich mal ein Subwoofer-System betreiben kann, was auch wirklich homogen klingt. Also weil man es auch übermessen kann, Subwoofer und Hauptlautsprecher in einem System. Genau, wir können hier messen und wir können genau die Phasenlage, den Pegel aufeinander abstimmen. Das macht das System sehr schön. Und man hat dann nie mehr das Gefühl, dass ich vier Lautsprecher höre, sondern ich höre wirklich wie Stereo, habe aber unten den Bass schön abgefangen. Habe natürlich die Vorteile dadurch, dass ich die Hauptlautsprecher nicht so in den Bässen belasten muss und kann einfach die besser auslagern sozusagen und kriegt dann weniger Verzerrungen und einfach mehr Schalldruck insgesamt. Okay, das war sozusagen der nächste Schritt, Stereo. Ja. Heute sind wir ja nochmal einen Schritt weiter, deswegen sind wir heute ja vor allem noch da. Ich hatte ja eingangs versprochen, wir bekommen ein bisschen was zu hören und zu sehen zum Thema Heimkino, Heimkino-Prozessor. Das war jetzt dann ein Gerät, das ihr vor 2-3 Jahren, glaube ich, ist es jetzt schon her, vorgestellt habt. Trinhof, wann war es denn genau? 3 Jahre her, Trinhof Altitude. Das ist dieses Schmuckstück. Da steht drin. Nochmal ganz kurz zurück. Stereo war ja sozusagen der Ausflug in die Hi-Fi-Szene. Wir hatten früher schon im Pro-Bereich immer Surround-Prozessoren. Ja? Das war aber natürlich dann, viele brauchten einfach nur eine Stereo-Anwendung. Da haben wir gesagt, ja, vor allem im Hi-Fi kam ja erstmal die Anwendung, wir brauchen Stereo. Ja? Wir brauchen jetzt nicht Surround im ersten Schritt, sondern... wir hatten natürlich auch immer mehr Kanalprozessoren, aber dann kam wirklich der große Schnitt ins Heimkino und das kam eigentlich mit der Einführung von Atmos, Auro 3D, da ging ja dann die Einführung der neuen Formate los.
mit den entsprechenden Problemen. Welcher Prozessor kann das überhaupt? Welcher Prozessor kann überhaupt über 16, 32 Kanäle verwalten und so weiter? Trinov, und dann hat Trinov natürlich die Expertise, wie gehe ich mit 3D-Klangfeldern um? Und das hat dann dazu geführt, dass Trinov gesagt hat, wir entwickeln wirklich einen ganz eigenen neuen Prozessor, der alles kann, der alle Formate unterstützt, Atmos, AO3D und DTS:X und alles, was da noch kommen wird, war auch einer der ersten Prozessoren, die diese Formate überhaupt implementiert hatten. Mhm. Was dazu geführt hat, dass natürlich die großen Hersteller, die AO3D-Systeme oder 3D-Audio vorführen wollten, wirklich mit einem Trinov auch vorgeführt haben. Das gab uns natürlich auch einen gewissen Boost. Der Vorteil an den Trinov-Systemen ist, dass die eben durch diesen großen Rechner, der da drin sitzt, können sie das Decoding nativ auf dem Prozessor laufen lassen. Die anderen, das ist keine Hardware, die das macht, sondern es ist eigentlich eine Software. Genau, die Software, das hat zum einen den Vorteil, dass wir immer upgraden können, wenn sofort, also wir können schnell reagieren auf den Markt, wenn neue Decoder kommen oder neue Anforderungen, können wir das immer anpassen. Ist also ein Future-Proof-Product. Darüber hinaus ist Trinov der einzige Prozessor, der wirklich die Formate voll dekodieren kann, also rendern kann. Die normalen verbauten DSP-Chips in den handelsüblichen Prozessoren können nur bis zu 12 Kanäle ausspucken. Das heißt, egal, Atmos Home geht, glaube ich, bis 32 Kanäle, was wirklich zugeordnet werden kann, 32 diskrete Lautsprecher. Wenn ich aber nur aus dem Chip 12 Kanäle rauskriege, dann nützt mir das Format eigentlich nichts. Das ist natürlich, viele Leute haben natürlich nicht mehr als 12 Lautsprecher. Es gibt, aber wenn ich jetzt mal ein großes Kino, ein großes Heimkino bauen will, komme ich ja fast um so ein Altitude 32 gar nicht rum. Ja. Also deswegen heißt es ja auch hier Luxury Home Cinema. Okay. Also man muss auch sagen, vom Preis natürlich schon oben angesiedelt. Mhm. Aber mit dem Hintergrund, dass man wirklich bis 32 Kanäle und mit der nächsten Software-Upgrade für den Altitude 32 können wir die 16 Ausgänge, die er hat, noch zusätzlich nutzen. Wir haben also bis 48 Kanäle diskret, können wir dekodieren und raus und das heißt, befeuern. Im besten Fall, man kauft sich das Gerät wirklich einmal und alles andere kann sich im Laufe der Zeit entwickeln, upgegradet werden und auch auf den neuesten Stand gebracht werden von der Software-Seite her. Das ist die Philosophie von Trinov, dass wir langlebige Produkte haben, die nicht irgendwie alle 3 Jahre obsolet sind und man kauft sich wieder einen neuen Prozessor. Ich glaube, das würde uns der Kunde auch nicht verzeihen, wenn er zigtausend Euro in die Tonne treten kann. Sondern man muss wirklich sagen, wir haben jetzt zum Beispiel der letzte Upgrade war das HDMI-Board, dass es von 1.4 auf 2.0 ging. Da musste halt das Board ausgewechselt werden. Okay. Gut, nicht das ganze Gerät. Nicht das ganze Gerät. Der Kunde kauft nur das neue Board und ist damit wieder am Stand. Genau. Und das wird auch jetzt nicht als zum WUKA-Preis angeboten, sondern zum Selbstkostenpreis wurde dieses Upgrade angeboten. Software-Upgrades sowieso laufend immer. Es wird immer, dieses Gerät ist laufend am weiterentwickelt werden. Mhm. Also es wird ständig was Neues entwickelt dafür. Und es ist ein komplexes System, muss man sagen. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, weil es einfach sehr, sehr viel kann. Mhm. Ich kann vielleicht mal... Würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht mal einsteigen in das Benutzermenü und vielleicht anhand des Benutzermenüs mal zeigen, was so an Grundfunktionen dieser sagenumwogene Surround-Prozessor mittlerweile, denke ich, darf man das so sagen, alles kann. Ja, kurz zu den Funktionen des Altitude 32. Wir gehen jetzt mal einfach über das Onscreen-Menü ins Gerät rein. Das gleiche sehen wir jetzt dann hier auch auf der App. Genau. Und zeig uns doch mal, welche Funktionalitäten. Also jetzt muss ich hier drauf rumfahren, oder? Sonst kann ich ja das Ding nicht sehen. Das hatten wir schon mal gesagt. Also wir können mal kurz hier back to Main Screen. Das ist das grundsätzliche Interface. Wo ich jetzt hier verschiedene Funktionen habe. Lautstärke, Dim, Mute. Hier kann ich immer sehen, welches Format wiedergegeben wird. Hier habe ich die multiplen Eingänge dieses Systems. Also es gibt jede Menge von 7 HDMIs beim jetzigen Format. Analoge, digitale, optische. Network Renderer, der auch Run unterstützt, was eine sehr schöne Funktionalität ist. Also es ist durchaus auch ein Gerät, was eben für Stereo einzusetzen ist, auch von der Audioqualität. Es ist wirklich High-End. Also wir reden hier nicht von einem
AV-Prozessor, sondern wir reden von einem High-End-AV-Prozessor, der wirklich auch für die Stereo-Abhöre zu nehmen ist. Wir haben auch verschiedene Systeme eingemessen, wo wir eben jetzt zum Beispiel einen 8-Kanaler genommen haben, um zum Beispiel 2x4 Kanäle aktiv anzufahren. Also wirklich Quad-Amp auf jeder Seite, braucht man 8 Kanäle. Wenn man noch Subwoofer braucht oder sowas, dann brauchen wir vielleicht noch mehr Kanäle. Also man kann es auch für eine reine Stereo-Anwendung einsetzen. Ist natürlich dann schon die Luxusvariante, aber es geht und es funktioniert vor allem extrem gut und es klingt auch sehr gut. Wie wir es zum Beispiel auf der Heim-Messe vorgeführt haben, mit verschiedenen B-Amp- oder Triamp-Systemen. Hier kann man die Decoder verwalten, hier kann man kurz sehen, was wir alles an Formaten unterstützen derzeit. More to come, heißt, wenn was Neues kommt, gibt es das dann auch in Kürze auf diesem Menü. Oft sind wir auch, ist Trillnoff auch Entwicklungspartner von DTSX beispielsweise. Wir waren die ersten, die den DTSX Decoder hatten überhaupt. Das heißt, euer frühes Entry in den Markt, seid ihr da jetzt ein gefragter Partner auch geworden? Absolut. Also wir sind Entwicklungspartner von vielen Sachen. Alles, was 3D-Audio ist, eigentlich Trillnoff so einer der Ansprechpartner, der Experte auf dem Gebiet, weil sie wirklich immer schon in dem Bereich geforscht haben. Grundsätzlich, das ist die normale Bedienoberfläche, die man nicht unbedingt braucht. Man kann es ja auch von hier bedienen oder mit der Fernbedienung. Aber wenn man möchte, hat man die eben auch als App zur Hand. Hier ist das Setup einzustellen. Das heißt, hier stelle ich grundsätzlich mal ein, wie sieht denn überhaupt mein Setup aus. Ja? Mhm. Also das muss man natürlich vorkonfigurieren, bevor man eine Einmessung macht. Schematisierter Raum hier praktisch mit einer Leinwand hier dargestellt und dann den Hauptlautsprechern und Surround-Lautsprechern. Genau, das ist jetzt bei euch hier im Heimkino euer Setup hier mit zwei Deckenlautsprechern. Einfach mal, um zeigen zu können, was 3D macht. Grundsätzlich macht man jetzt hier, wählt man sich das entsprechende Format aus, was einem, was man vorliegen hat. Ja? Hat aber auch die Möglichkeit, dieses Format dann mit Add-Loudspeakers oder Remove-Lautsprecher zu editieren. Also ich muss mich nicht auf ein Format festlegen, Auro, Atmos oder sonst irgendwas. Ich kann sagen, ich mache ein gemixtes Setup aus verschiedenen Lautsprechern und kann die dann entsprechend den Formaten zuweisen. Das heißt, das ist dann hier. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel die Kanäle, die, die jetzt hier in diesem Setup sind. Und hier kann ich in jedem Bereich auswählen, welcher Lautsprecher für das Format vorliegt. Also ich kann hier praktisch für Atmos werden diese Lautsprecher verwenden. Also für den Atmos-Decoder-Kanal links wird der linke Lautsprecher genommen. Für den Decoder-Kanal, der aus dem Decoder rauskommt, rechts wird dieser Lautsprecher genommen und so weiter. Und da ich nicht immer in jedem Format die gleichen Lautsprecher angelegt habe, kann ich das hier auch verändern. Also ich kann für jedes Decoder-Format, was hier reinkommt, kann ich sozusagen ihm vorgeben, welche Lautsprecherkonfiguration er verwenden soll. Das heißt, wir kriegen damit dieses Dauerproblem, das wir ja haben, gelöst. Welche Lautsprecheranordnung fragen uns ja unsere Kunden immer, soll ich verwenden, soll ich Atmos verwenden, soll ich Auro verwenden? In dem Fall können wir beides verwalten. Ja, wir können alle Formate hier verwalten. Darüber hinaus bietet ja Trillnoff auch noch das Remapping an. Und Remapping ist eben eine Technologie, die dadurch, dass wir durch dieses 3D-Mikrofon messen wir wirklich genau, wo stehen die Lautsprecherpositionen. Ich kann das mal kurz hier zeigen, wie das dann aussieht. Wo sind wir denn hier? So. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel die gemessenen Positionen in eurem Raum. Ups, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zurück. Die hellgrünen sind die gemessenen oder blau-grünen. Die dunkelgrünen entsprechen der Norm. Also diese Norm ist jetzt hier zugrunde gelegt. Das heißt, dieser auf diesem Kreis liegende Lautsprecher für 5.1 beispielsweise im unteren Segment und die hellgrünen sind die gemessenen Positionen. Das heißt, wir sehen hier, die Lautsprecher vorne sind sehr akkurat angeordnet. Das sind jetzt hier die zwei Deckenlautsprecher, die sind etwas zu nah und vom Winkel einigermaßen in Ordnung. Dieses Links-Rechts-Surround sind ein bisschen zu weit vorne und dafür sind die ein bisschen zu weit hinten. Was würde jetzt Remapping machen in dem Fall? Remapping würde jetzt erkennen, der Lautsprecher steht zu weit innen. Ja? Er kann jetzt sozusagen mit Hilfe dieses Lautsprechers die Ortung hier, dieses Lautsprechers hier ein bisschen rüberziehen. Ja?
wie in der Phantomschallquelle, was wir als Stereo kennen, dass wir einfach Stereopositionen ja zwischen den linken und rechten Lautsprecher phantommäßig verschieben können. Er sortiert sich die Position quasi selbst neu und definiert die Position des Lautsprechers. Genau. Neu. Also er kann praktisch sagen, wenn ich jetzt Atmos wiedergebe und der Lautsprecher sitzt auf der Position vom Auro, kann ich, wenn ich einen entsprechenden Lautsprecher in der Nähe habe, kann ich diese Position verschieben. Mhm. Und damit bin ich nicht mehr gebunden an ein Format. Darüber hinaus bietet Trinov natürlich auch viel Planungsunterstützung euch an, zu sagen, wie statte ich ein Heimkino aus, mit welchen Lautsprechern, was ist für diese Raumgröße, welches Setup und Budget, wie kriege ich den besten Nutzen, Kostenfaktor für den Kunden hin. Dann sieht man auch noch hier ganz kurz die Top View, Elevation View. Also man sieht nicht nur, das ist jetzt eine der horizontale Layer. Und hier kann man die Höhe eben anschauen. Da sehe ich zum Beispiel, dass die Lautsprecher auf welchem Winkel ausgehend von der Mikrofonposition. Man sieht, der Center steht unter der Leinwand, der ist ein bisschen tiefer, also winkelmäßig um 0, wie viel Grad, 10 Grad ungefähr tiefer. Auf Ohrhöhe sieht man hier, oder auf Mikrofonhöhe, das ist immer ausgehend, wo das Mikrofon platziert war. Welcher Winkel hat der? Die sind also auf ungefähr 50, 55 Grad nach oben versetzt und die Surrounds sind auch zu hoch. Ja, dann nochmal einen ganz wichtigen akustischen Effekt. Das heißt, wenn mein Center Speaker, was ich ja oft habe, unter der Leinwand steht und die Stimme dadurch zu niedrig steht, dann bekomme ich durch das Remapping wieder die Abbildung richtig im Bild dargestellt. Ja. Das heißt, wirklich der Punch aus der Mitte des Bildes akustisch, wo er auch herkommen soll. Ja, dieses Remapping kann man einsetzen, muss es nicht einsetzen. Mhm. Das ist immer das Schöne beim Prozessor, man kann ihn sehr gut tunen für das, was man wirklich will. Aber hier kann man ganz deutlich sehen, wir haben links, rechts als die Möglichkeit, diesen Lautsprecher, indem wir einen Teil des Klanges links und rechts verteilen, des Signals, kann die Ortung nach oben rutschen. Ja? Und dadurch haben wir dann im Prinzip wirklich den Sprecher wieder plötzlich im Bild sitzen, obwohl es gar nicht geht, außer ich habe eine akustisch transparente Leinwand. Alternativ könnte man natürlich auch, man kann auch solche Sachen machen, dass man wirklich oben auch nochmal einen Lautsprecher hinsetzt. Ja? Und durch Remapping dann wirklich zwei Center-Speaker hat und aus der Phantommitte dieser zwei Center wirklich den wieder in die Mitte setzt vom Bild. Also das sind alles Möglichkeiten, die man mit dem Trinov-Prozessor hat. Soweit mal zur Positionsmessung. Was man hier eben noch machen kann mit dem Prozessor, ist hier wenn man hier weiter hinten schaut, wir können aktive Frequenzweichen machen. Das heißt, wir können jetzt hier einfach auswählen, wie viel Bänder, Frequenzweichen will ich haben. Für den linken Kanal beispielsweise, für den linken Lautsprecher, wenn der jetzt B-Amped ist, dann wähle ich jetzt B-Amping aus, kann jetzt hier die Frequenz verstellen und kann hier auch nochmal, wenn ich das brauche, nochmal in der Frequenzweiche die Treiber mit einzelnen EQs abstimmen. Okay. Kann alles im Setup komplett abgespeichert werden. Ist ein gewisser Aufwand natürlich. Wird dann abgespeichert und dann steht das Setup. Weiter kann man darüber hinaus, was wolltest du fragen? Das heißt, der Trinov übernimmt praktisch die Arbeit der Frequenzweiche und emuliert eine digitale Frequenzweiche im Gerät selbst. Genau. Dadurch kann ich halt Flankensteilheiten beliebig realisieren kriege halt extrem saubere Trennung zwischen den verschiedenen Chassis. Ja. Wir haben das ja schon mal zusammen gemacht bei einem System, wo wir die Subwoofer aktiv betrieben haben. Ja. War ja ein sensationelles Ergebnis, den Hauptlautsprecher sozusagen anzufahren und dann separat mit seiner Frequenzweiche die passiven Lautsprecher, Tieftonlautsprecher dann mit seiner Frequenzweiche anzufahren. Sensationelles Ergebnis. Ja. Also der große Vorteil ist natürlich überhaupt Lautsprecherabstimmungen und Frequenzweichenabstimmungen können natürlich immer nur beim Hersteller auf eine gewisse Situation gemacht werden. Jetzt komme ich nach Hause, bei Ihnen zu Hause steht es aber ganz woanders. Der Lautsprecher steht in einem anderen Winkel, steht nicht genau da, wo er stehen soll. Wenn ich jetzt schon die Frequenzweiche, je nach Sitzposition, verändert sich im Prinzip die Abstimmung der Frequenzweiche schon wieder, weil ich der Pegel durch den Winkel, wie die Chassis auf mich zeigen, verändert sich schon im minimalen Sinne Zeiten und Delays, die ich einstellen müsste. Kann natürlich ein Hersteller nicht abbilden für jede Situation. Mit diesem Gerät kann man das machen, dass man wirklich auf die Situation, die ich zu Hause habe, wirklich komplett abstimme.
Das mag manchmal ein bisschen verrückt klingen, aber es bringt wirklich was und es macht wirklich dann nochmal die Nuance, es eben besser. Ja? Zumal ich eben die ganze passive Elektronik, die mir wieder Phasen verschiebt und so weiter, eigentlich nicht mehr brauche hinter dem System. Also ich kann mit dem Trinhoff eigentlich die Chassis blank anfahren. Auch hier wieder dieser Mehrnutzen des Trinhoffs, nicht nur ein AV-Prozessor, sondern auch durchaus in den allergehobensten audiophilen Bereich hinein einsetzbar. Und ich kann eben mit dem System auch die Frequenzweiche dann einmessen. Ja, das ist alles an Bord. Ich nehme auch wieder das Mikrofon an der Abhörposition, messe erst die Frequenzweichen und nachher mache ich die Raumanmessung. Vielleicht komme ich kurz mal zu der Einmessung, weil es doch, also Setup haben wir hier, hier gibt es noch ein ausgeklügeltes Bassmanagement, was auch extrem flexibel ist, weil ich kann für jeden einzelnen Lautsprecher definieren, auf welchen Subwoofer er geht. Also das System hat keine Beschränkung, wie viele Subwoofer ich einbinden kann. Ich kann jetzt da 4, 8, 16, ich weiß nicht, wie viele Kanäle ich möchte. Sagen wir, wir haben jetzt 4 Subwoofer, 2 stehen vorne, 2 stehen hinten, links, rechts immer. Da kann ich zum Beispiel den linken vorderen Lautsprecher auf den linken vorderen Subwoofer abtrennen und den hinteren Lautsprecher auf die hinteren und die Decken wieder vielleicht gemischt auf vorne, hinten. Da bin ich völlig frei und ich kann jedem Lautsprecher sagen, mit welcher Trennfrequenz er das machen soll. Und auf welchen Subwoofer oder auf welche mehreren Subwoofer er das abtrennen soll. Das heißt, auch für dieses viel diskutierte Thema Subwoofer Array momentan, also mehrere Subwoofer in verschiedenen Anordnungen, sind wir hier vollends gewappnet. Alles drin, also es gibt eigentlich keine Anwendung, die man damit nicht realisieren kann. Und ich kann eben sagen, die großen Hauptlautsprecher vorne, welche ich welche habe, die kann ich bei 30 Hertz oder 50 Hertz abtrennen. Und die Satelliten an der Decke kann ich mit 80 Hertz abtrennen oder 100 Hertz. Also da bin ich für jeden Lautsprecher individuell, ist die individuell möglich. Wenn wir jetzt zu der Messung gehen, da geht man hat jetzt das Setup gemacht, anschließend muss man natürlich das System einmessen. Man kann es auch, wenn man es nicht will, kann man es natürlich auch nicht einmessen. Aber wenn man das möchte, dann geht man in diesen Modus hier Calibration und kann jetzt, fängt im Prinzip mit einer Linie hier an, das einzumessen. Hier steht es Calibrated Node. Jetzt werde ich mal ein Preset aufrufen, wo wir eine Messung drin haben. Nochmal, da kommt dann eben euer legendäres 3D-Mikrofon auch zum Tragen. Da hat sich gar nichts dran geändert. Das ist, was er für die Stereo-Seite verwendet hat, wird jetzt genauso hier. Genau. Das Mikrofon bleibt das gleiche, ob ich jetzt für ein Stereo-System oder für ein Surround-System messe, weil es immer die gleichen Daten liefert. Hier haben wir jetzt die Presets ganz kurz. Wir haben, also wenn ich so ein Setup gemacht habe, speichere ich mir natürlich erstmal das Preset, bevor wir das Gerät abschalten und dann alles wieder weg ist. Also hier kann ich jetzt im Prinzip die Messungen machen, kann auch eine Multipunktmessung machen und das heißt, dass ich auf dem Hauptplatz messe, ein bisschen außenrum, damit ich dem System mehr Daten liefere über den Raum, wie das Reflexionsverhalten ist und so weiter und so fort. Und dann kann ich ihm hier noch sagen, gewichte mir diese Punkte, also ich kann sagen, wie groß, wie wichtig ist mir der eine Punkt und wie weniger wichtig ist mir der andere. Also der Chefsessel wird natürlich bevorzugt. Genau. Ja, der Sweet Spot ist meistens schon der Spot, auf den ich abstimme. Es ist ja immer eine Mitte, man kann ja immer nur auf theoretisch kann man immer nur auf einen Punkt abstimmen. Klar. Man kann den Hörkreis damit größer oder kleiner machen, sozusagen. Dann kann man sich die Messergebnisse eben anschauen. Das heißt, hier kann man einfach sich anschauen, welchen Lautsprecher wir sehen. Links, rechts. Dann kann man den Sender noch dazu schalten. Hier sehen wir die Amplitude. Da sehen wir das Ergebnis nach der Messung. Wobei man hier sagen muss, nicht ganz gelungenes Beispiel, dass wir hier eine Multipunktmessung haben. Man sieht hier, wie weit hier diese Raummode in den Keller geht. Dann haben wir aber hier schon wieder an einem anderen Punkt haben wir eine leichte Überhöhung und hier haben wir eine Überhöhung. Ja? Das heißt, durch die Mittelung kommt es jetzt dazu, dass er natürlich hier was absenkt. Das heißt, wir sollten hier nochmal ein bisschen nachtunen und vielleicht die Gewichtung ändern, damit er dieses Loch auch noch ausfüllt. Aber ist jetzt da hingestellt. Man sieht hier, haben wir auch eine leichte Höhenabfallkurve eingestellt. Das glaube ich war, oder das ist gewünscht in dem Fall. Wir haben das auch vordefiniert, dass er das macht. Wir haben hier wir haben ein volles Messgerät an Bord, wo man wirklich sich die verschiedenen Sachen anschauen kann. Jetzt zum Beispiel zur Phase, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt,
den er optimiert. Weil Phase natürlich viel mit Richtungsinformationen hat, mit Ortung, wo kommen die Sachen her. Aha. Denn das menschliche Gehör ist eben wesentlich empfindlicher, als man denkt, auf Phase, also auf Zeitverhalten, weil es aus historischen Gründen einfach wichtig war zu wissen, wo kommt gerade die Gefahr her. Also wenn ich irgendwie ein Geräusch hinter mir gehört habe, wusste ich sofort, wo das herkommt. Die Richtung. Auch der wesentliche Punkt, der mir aufgefallen ist bei Trinov, dass die Präzision, die Genauigkeit in der Abbildung, aber auch in der Bassdarstellung einfach drastisch verbessert wird durchs System. Das hat eben viel auch mit dieser Phase zu tun. Also dass man sagt, die zeitrichtige Abstimmung des Systems komplett, inklusive über den ganzen Frequenzgang, kommen alle Impulse wieder zeitgleich am Abhörpunkt an. Mhm. Das kann man hier schön sehen, dass dieser Lautsprecher hier ganz wie alle Lautsprecher es physikalisch einfach tun, eben eine leichte Verschiebung haben. Das heißt, immer wenn das hier unten anstößt, geht es hier oben wieder los. Das heißt, die Kurve wird eigentlich so nach unten verlaufen. Aber man sieht, in den Höhen wird der phasenlinearer. Was ich aber anschließend bekomme, ist hier wirklich eine absolut, also was jetzt absolut nicht, aber je nach Raum mehr oder wenig linearphasige Abstrahlung. Das heißt, der Impuls kommt über den gesamten Frequenzbereich zeitgleich am Ohr an. Und das ist halt eine ganz, also ich finde es eigentlich ein ganz drastisches Feature, wenn man das ausschaltet. Man kann es auch beim Optimizer ausschalten, Phasenkorrektur an oder aus. Der Effekt ist ein ganz anderer. Das verschmiert das ganze Klangbild. Ja. Hatten wir vorhin in einem Hördurchgang auch gehört. Genau, jetzt haben wir hier, was kann man noch sehen? Die Impulse, auch eine ganz wichtige Sache. Man sieht hier eben das Impulsverhalten vorher, nachher. Kann man den Filter kurz wegschalten, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Man sieht einfach, dass dieser erste Bereich hier in dem Bereich wesentlich aufgeräumter wird. Das Nachschwingverhalten hat natürlich auch was mit der Phase zu tun. Also der Impuls wird wesentlich stärker, wesentlich klarer. Das Nachschwingen wird, im Prinzip ist es wie eine aktive Lautsprecherkontrolle. Ja? Es gibt ja Active Controlled Loudspeakers, die schicken ja auch einen Negativimpuls auf die Membran, um sie zu stoppen. Ja? Und das Gleiche macht der Trinov auch. Ja, gut, er analysiert halt die Eigenschaften des Lautsprechers und kompensiert die. Genau. Fehler. Genau. Und das hat natürlich auch was mit der Zeit zu tun, mit dem Phasenverhalten, weil wenn ich die Phase, das heißt, diese Frequenzen kommen ja nacheinander und wenn ich die natürlich erstmal auf einen Punkt schiebe, dann habe ich natürlich das Verhalten auch schon mal verbessert, hier was am Ohr ankommt. Und man sieht hier, diese Reflexionen werden auch ein bisschen kleiner machen. Man sieht auf jeden Fall hier ganz klar, der Impuls wird wesentlich klarer und diese ersten 4-5 Millisekunden werden auf jeden Fall aufgeräumter, präziser. Prima, ich denke, soweit für heute. Ja, wir können natürlich noch weit in die Tiefe gehen. Da gibt es natürlich ganz viele Details noch, die haben wir heute hier bei unserem Workshop, zu dem wir uns heute hier getroffen haben, ja auch ausgiebig besprochen. Ja. Ja, ich möchte unseren Zuschauern ganz herzlich danken für die Zeit. Ich denke, einige interessante Ansätze, die der Veit Wegmann und Trinov uns hier zur Verfügung stellen. Und man sieht, dass ein Trinov-Prozessor viel, viel mehr ist als nur irgendeine AV-Vorstufe. Mhm. Das ist ein Werkzeug. Ja. Ein Werkzeug zum guten Klang, ein Werkzeug zum realistischen, realen Kinoerlebnis. Ja, wenn Sie es erleben möchten, kommen Sie bei uns im HiFi-Forum vorbei. Wir freuen uns und bis zum nächsten Videopodcast. Ciao, Servus und bye bye. Danke. Tschüss.